Verflucht! Ich muss wieder zurück. Ach, die Rinnen. Ach Quatsch, ja, man, Hirsche. Ja, genau, die Hirsche in Falzgar. Die sind anscheinend ein großer. Oh, ist die Kuh schon wieder da? Ich meine, hier ist eine Kuh, aber es ist wahrscheinlich nicht alle, oder? Nee. Staying out of trouble? Ja, ich tue mein Bestes. So, hier, ey. Atmund? Come on, man. Ah, nee, warte. I still can't believe. Ja, ich kann auch nicht richtig glauben, was mit Bob ist. Ja, dann muss ich ja zurück zur Kuh und die dumme Kuh holen. Ah. Failfisch? Warum Failfisch? Warum? Ich bin kein Failfisch. Maximal bin ich ein Failkänguru, aber kein Failfisch. Dum, 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 dum. Jetzt muss ich wieder laden. Jetzt muss ich wieder zurück zur Kuh laufen. So ein Blick ist die ja gleich nebenan. Man stellt sich vor, die Höhle wird dreimal so groß und die Kuh wäre in der hintersten letzten Ecke. Weil mit den Kristallfragmenten müsste es jetzt ja eigentlich möglich sein, die Kuh hier rauszuholen, oder Kuh? Ah, the Kuh grunts and starts walking off towards Upman's Farm. Schön. Muh. Ach, schön. Liegt hier nicht noch was rum immer schon? Nee, natürlich nicht. Ach man, ich hätte einfach nur diese dumme Kuh anklicken müssen. Nark! Knarr! Ach Mann, ach Mann, 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 Mann. Ach, so, jetzt nochmal. Wieder zurück zur Atmuts Farm, da waren wir ja gerade eben erst. Man stellt sich vor, man müsste die ganze Strecke wirklich laufen. Ich habe es direkt vorgestellt, wie Mingo bis zur Farm läuft, ohne das Pferd zu benutzen und dann. Verdammt, ich habe die Kuh vergessen. Verflucht! Na gut, dann hätte ich sie wahrscheinlich einfach stehen lassen, wenn ich den Weg wirklich laufen müsste. Wenn ich gesagt, ja, pff, schade. Hol das Ding selber. Ja, hier, guck mal, der Kristall hier. Grand. I'm glad this won't be happening anymore. I can't thank you enough. Here, as promised, some of the finely spiced meats for my cattle, free of charge, along with some gold. In addition, if you'd like any more, I'd be happy to sell it to you at a discounted price. Ja, total toll hier, hier. Let me just check the roast for some finished pieces. Ja, ja, ist schön. Ich würde aber ehrlich sagen, oh, guck mal, das ist Atmund's Seasoned Beef. Stellt 50, was kann denn das alles? Restores 1 point of health per second for 900 seconds. Restores 1 point of stamina per second for 900 seconds. Also quasi vor 15 Minuten lang gibt er das Zeug einen Buff. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, naja, eigentlich ist das ein besserer Heiltrank, ne? Wie viel wiegt denn das? Ach komm, ich nehme das einfach mal mit, komplett. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, das Fleisch. Komm, 350 Gold. Ah ja, 350 Gold. Ach scheiße, ich kann ihm wirklich nichts verkaufen außer Fleisch. Das ist natürlich schade. Sehe. Na, das könnte vielleicht ja in zukünftigen Massenschlachten nützlich sein. Ja, wie entwickelt sich hier gerade die große Fragerunde? Und zwar, wird man dich nächstes Jahr wieder auf der Gamescom sehen? Ja, das hängt ein bisschen von der Schlafgelegenheit dort ab. Dieses Jahr war ja das Wann so freundlich, aber ich weiß nicht, ob das Wann das nochmal machen würde. Das müsste ich dann halt kurzfristig fragen, wenn es dann wieder soweit ist. Oder ob sich noch eine andere Gelegenheit da bietet, weiß ich ja nicht. Mal gucken. Man weiß ja nicht, weil es ist ja fast noch ein Jahr hin, da weiß ich noch nicht, was bis dahin ist. What can this humble monk help you with? Ja, ich habe alle Kristalle gefunden. Great work. I hope it was not too difficult for you. I apologize for not having a way to find them more easily. It is as I feared. They have managed to remove the incantation from the crystals that makes these incredibly dangerous. They could only create a stable dream world when they were one solid crystal. But in fragments they have each nested a portion of raw magic. Each fragment contributed a different portion of magic, but they are unconstrained and unsheltered as fragments. We must reunite them into one solid crystal to control the magic and prevent anything bad from coming of this. While they are fragmented, I fear that the effects of the crystals may bleed out of the Daedric Plains of Oblivion and into Mundus, our world. It's a flaw that Vermina, the Daedric Prince that we think created these, may have intentionally given them, hoping that the nightmare would spread. Vernon spoke in his journal of Volkrund Keep to the north of Amber Creek. Meet me there, and we will find a way to get rid of these crystals. Ach, das ist ja toll. Ah, ja, gibt das ja ganz toll.
Ja, dann renne ich dir einfach hinterher. Volkron Kid, da war ich doch schon. Da bin ich schneller als du, Freund. Blase. Zum Glück war ich schon an jedem Ort, ne? Zar, Volkron. Ach nee, ich weiß das nehmen. Ja, gut. Dreams und Oblivion Meet Brother, ja, outside vom Volkron Keep. Ja, gut, da waren wir zum Glück schon, das ist nicht so schwierig, dahin zu kommen. Dogs are rarely seen in Falskar, so nobody is certain why. Ja, das ist schön, das hatten wir schon mal. Gibt nicht so viele Hunde in Falskar. Ich würde ja stark mal vermuten, dass sie daran, dass sie alle aufgegessen wurden. Wo muss ich denn jetzt hier nicht noch hin? Ach, stimmt, das war die Hülle, wo ich nicht weitergekommen bin. Da habe ich die Tür aufgemacht und dann, ja, schön. Na gut, dann reden wir erstmal mit Brother Anand, Brother. Natürlich. Ja, I'm all ready. Then let's go. Ready, ich kann nicht richtig vorlesen. Must find a way to join these pieces back together. Or better yet, destroy them. Nein, ich will den Traum träumen. Mach die Tür auf jetzt. Danke. Kann ich mich auch retten? Ach, ich hab die Tür wieder zugemacht. Ach, große Elend. Ach, Mann. Bin ich mal sehr gespannt, ob da nochmal eine extra Traumwelt kommt oder ob da, ob es das quasi war. Na. Die Ladezeiten heute ziehen sich ganz schön hin, muss ich sagen. Irgendwie. Oh. Ging auch schon mal schneller. So, wie ich muss jetzt hier wieder irgendwelche Kämpfe bestreiten, wo mein Kumpel Begleiter wieder alle Leute pullt. Dann wäre ich aggressiv. Stay on your toes. We don't know where Vernon is or what we'll find in here. Ja, okay. Oh, interesting. There used to be alterations one could cast to lock or unlock things. Aha. It appears Vernon has placed one on this lever. This shouldn't be a problem. Nicht. There we are. That should do it. Ah, das ist ja schön. So, also ich habe jetzt mal wieder rausgehört, das wird wieder so eine behinderte Quest, wo welche Leute vorlaufen. I don't like this. That spell lock means Vernon may still be here. Perhaps this was a mistake. No. We must continue. Let's go. Ja, und du Vollpfosten wirst mir gleich wieder alle Nekromanten, die hier rumrennen, ranrennen, indem du wie ein wahnsinniger Vollidiot ranschreien wirst. Ja, ich räume mal ein bisschen vor, vielleicht kriege ich ja wenigstens noch ein paar Gegner weg. Junge, hör doch mal auf vorzurennen! Bist du komplett behindert? Ach. Ja. Und nu? Ja, die Dinger habe ich vorher schon gesehen. Dachte mir so, schön, ja, kann ich mich jetzt bitte wieder bewegen? Hallo? Ah, da ist er doch. Grüß dich. Brother Arnand? Ach, der ist ja freundlich. Vernon. What a pleasant surprise. You've come to visit. What? What's this in your pack? The dream crystals? Der hat ja eine witzige Stimme. Oh, you should have known better. Than to bring those back here. You must leave them be, Vernon. There you go again. Be patient, Vernon. Go slowly, Vernon. You are an absolute bore. You will never discover anything if you are not willing to take risks. Ah, it appears my men were successful in freeing the crystal's magic. Ah, der hat eine süße Stimme. Taking these, then. The poison will wear off soon enough. Good day, gentlemen. Good day, ladies and gentlemen. Ich mag ihn. Ja, welches Gift übrigens, nebenbei bemerkt. Ich stehe hier nämlich immer noch und ich kann mich ja nicht dunkel erinnern, dass ich so viel Resistenzen habe gegen alles. Ja, ich habe auch zigtausend Tränke. That's it. On your feet. The hallway has collapsed behind. Was? Looks like there's no going back now. Wie? Der Weg hinter uns zusammengefallen. Stop Vernon. No doubt he is testing the crystals now. Be on your guard. We may see some strange things. Aha. Jo, Traverse, warum leuchtet das hier so lila? Also jetzt mal ernsthaft, warum leuchtet das hier so lila? Do you feel that? Könntest du bitte aufhören, vorzurennen wie ein Vollidiot? Oh, regt mich halt auf, diese Begleiter. Wer hat denn das bitte schon geskriptet? Das ist so dumm, dass die mal vorrennen. Hä? Was ist denn das hier für ein... Hier wechselt einfach mal der eine Höhentyp zum nächsten. Was? Apparently recreating his memories.
Ja, das ist natürlich auch die anderen Zinsen alle. Oh, ah, noch mehr Geschichte. But I... Enough! Gather your things and leave at once. Flip. The day he almost killed two of the other priors. Ja, fast nur. Siehst du? Kein Risiko. Ich habe eine Waffe. Ich wollte gerade sagen, ich kann keine Waffe rausholen, aber doch, ich kann. Warum sind hier überhaupt so eine Zähne? Oh, guck mal, noch mehr Lieder leuchten. Juhu! Oh, noch mehr Geschichten, oder? Die sind das echte? He does not appear to be in control at all. Wer sind die hier? Wohnen die hier? Kann man die töten? Hm. Na gut, die scheinen wirklich zu existieren. Guck mal, eine Spinne. Die ist ja witzig. Die hängt ja an der Wand. Spinne! Und eine Leiche. Das sieht hier ein bisschen aus, gerade wie im Museum. So alles ein bisschen still. Das... Ob die Spinne sich gleich hinter uns bewegt? Ach, guck mal, die haben sich auch wieder aufgelöst. Ist ja schön. Und die Spinne? Ah, die bleibt da, wo sie ist. Oh, das ist ja schön hier. Ich mag den Kristall jetzt schon. Der ist irgendwie witzig. Ich denke mal, das soll hier gerade wie eine Traumwelt ohne großartige, ohne großartige Special Effects darstellen. Weil die sind ja natürlich teuer und werden schwierig zu, ja, okay, gut, ich gehe alleine vorwärts. Ja, möchtest du jetzt bitte weiterrennen? Weil das wäre nämlich total doof, wenn nicht, weil... Hm, noch mehr Viecher so? Ja, erst rennt er vor wie so ein Wahnsinn und jetzt kommt er nicht mehr mit, oder was? Ich meine, ein paar Millimeter hat es hier schon bewegt, oder? Möchte er jetzt speichern? Ja, könnte er von mir speichern, aber ich ahne, das ist schon zu spät und der hat sich hier schon verskriptet, der Typ hier. Nee, komm, beweg dich. Watch out. Wird sich bewegen. Ja. Renn, bis zu der nächsten... Oh, ich kann den nicht bewegen, ohne Witz. Ah, ja. Komm, bis zu deinem nächsten Wegpunkt, dann geht's von alleine weiter. Mind yourself. Ja, jetzt. Beweg dich. Ach komm, ich renne einfach weiter. Mal gucken, ob er denn vielleicht das nächste Ding gekriegt wird. Das wurde mir auch schon berichtet, dass das eventuell passieren kann, dass irgendwelche Leute da... Ja, stimmt, Fußradar könnte funktionieren. Das mache ich gleich als nächstes, wenn er nicht kommt. Weil eigentlich müsst ihr wahrscheinlich welche Gespräche kommen. Warum sind ja nicht so viele Viecher? Gibt es hier noch Seitenwege? Nö. Weil ich annehme, die ganze restliche Skriptarchitektur wird nicht funktionieren, wenn der Typ nicht mitkommt. Der kommt nicht mit. Ja, ich glaube, den schreie ich gleich den kompletten Raum. Ja, ich schreie den jetzt durch den Raum. Wenn er nicht mitkommen will, dann sorge ich dafür, dass er mitkommt. So, hier. Unerbittliche Macht. Na bitte, die habe ich schon ausgewählt. Praktisch. Wenn mir das übel nehmen wird. Ach, wahrscheinlich nicht. We are in grave danger. We must keep... Was? Ah! Ah, es hat auf jeden Fall den nächsten Skript ausgelöst, weil auf einmal gibt es hier eine Spinne. Wo greift er jetzt mich an? I'll let you live this time. Na bitte! Er rennt wieder, oder? Nee, tut er nicht. Jetzt ist hier, warum ist denn das Vieh nicht auf einmal zur Spinne geworden? Werden das die anderen Hirsche auch? Ah, tatsächlich! We've got trouble. Ach scheiße, damit hätte ich ihn locken können. Aha. Ah, man kriegt beide Pfeile wieder, das ist ja schon mal schön. Warte mal, dann versuchen wir es mal so, vielleicht kommt er denn ran, der Typ. Weil scheinbar möchte er immer noch nicht kommen. Dann muss ich jetzt alle Reha schießen. Sie also werden auf jeden Fall mal zu Spinnen. So, jetzt hier. Ja, lauf, Junge. Ah. Oh, vielleicht auch einfach nur alle Hirsche töten. Das könnte natürlich auch sein, oder? Der rennt halt... So richtig nach vorne rennt er ja nicht. Der ist natürlich die große Frage, ob es überhaupt was bringt, die Typen nach vorne zu teleportieren. Weil ich denke mal, die Viecher hätten eigentlich von alleine werden sollen, aber sind... Sind sie halt dann nicht. So rennt er jetzt irgendwie. Ab und zu rennt er immer. Dann sieht es mal so aus, als wäre das. Als würde das zu seinem Skript gehören. Oder? Ab und zu bewegt er sich, glaube ich, einfach nur so. Also. Das finde ich ganz klar, ob das ein Rumlaufskript ist oder ob das wirklich der für die Quest ist. Was? Naja, damit kann ich leben. Funktioniert das? Verzeiht er mir das wirklich kein zweites Mal? Naja, das verzeiht es mir wirklich nicht. Der ist ja unverzeihender Typ. Das finde ich voll nicht nett von ihm. Na gut, rennen wir mal weiter. Er folgt mir auf jeden Fall. You don't stand a chance. Ja, eigentlich schon. Obwohl, na gut, überbrichst du mich auch um, aber... Was haben wir hier Schönes? Ja, hier sollten halt die ganze Zeit irgendwelche Zähne passieren, ne? Warte mal hier jetzt. Typ, hör bitte mal auf. Wie, jetzt rennt er den kompletten Weg zurück? Captain, the storm is picking up. We
got rogue waves coming in. All right. All hands man your stations. We're not letting this one take us. Huh? Ah, wir sind anscheinend in einem Schiff, so wie es ausschaut. Mehr oder weniger. Der denn? Achso, der versucht die Wand zu reparieren. Tja, noch mehr Erinnerung. Haha! Repariert! Einfach nur die Leute mit Fußrudern durch die Gegend schreien, schon läuft das. Jetzt. Ach, er kann einfach durchrennen, ist ja schön. Repariert. Ach, schön. Zweimal anschreien und dann noch ein bisschen rumschieten und schon läuft das wieder. Ach ja, diese Skripte, das scheint irgendwie öfter zu passieren. Das ist ja nicht das erste Spiel, wo du das. Ich weiß hier, was ist das denn für Spinnenwebe? Na gut. Noch mehr Lila. Stop, Vernon. Vernon, stop. Don't you see? Look at what I have created with barely a thought. A bunch of random, disconnected memories. How is that a good thing? I am only getting started. Do you not see what this kind of power could be used for? No, enough, Vernon. We are putting a stop to this. Very well, I see how it is. I'm sure you know that I'm a fan of necromancy. Why don't you meet my latest work? We've got trouble. Da kann ich ihn nicht einfach kaputt schießen. Scheiße. Möchte ich in der Situation bitte kurz mir eine Pause gönnen? Das sind ganz schön viele, ne? Das könnte dein Problem enden. Machst du er hier? Ist der mittlerweile tot? Nee, leider nicht. Ah, den haben wir bald. Das einzige Problem hinterher wird dann die ganzen Leichen leer zu suchen. Hat übrigens ganz schön viele Viecher wiederbelebt, muss ich sagen. Das hat sich die. Och, jetzt weiche ich das Vieh aus. Na gut, dann hole ich mir jetzt mal meine Ebenerzpfeile wieder. Na, willst du auch schreien? Ich kann auch. Okay, ich kann nicht. Geht gerade nicht. Aber ich könnte. Haha! Ich kann viel besser schreien als ihr. Muhaha. So, die Draufgeise müsste eigentlich auch bald hinüber sein, wenn ich nochmal einen Treffer lande. Ah. Ich hab's ja schon immer gewusst. Der Kampfbogen ist die wahre Macht. Man muss einfach nur auf einem halben Meter Distanz einfach Dauerfeuer ungeheuer machen. Was machen die da oben eigentlich? Die kämpfen da immer noch, oder? Naja, gut. Aber erst wenn ich meine Pfeile habe, kann ich da auch eingreifen. Oh, nein, jetzt hab ich noch mehr mitgenommen. Wie viele Pfeile ich hier schon wieder für den Spaß verbraucht habe. Aber der eigentliche Kampf scheint vorbei zu sein, zumindest da oben. Ach, vergesst das. Ugh. Mann, warum komme ich jetzt hier nicht? Hä? Warum komme ich denn nicht durch? Ach wie, ich kann da auch nicht mal durchschießen? Das ist ja jetzt dumm. Ja, das ist jetzt natürlich richtig dämlich. Wie, er konnte da hinterher rennen? Ah! Diese Skripte, ne? Da kann ich ein bisschen anklicken. Ja, ich kann anklicken. Dann können wir es doch relativ einfach machen. So. Möchte jetzt bitte irgendjemand mal diese Wand hier wegmachen, die hier ist, diese unsichtbare? Unsichtbare Wand? Hallo? Boah, hat sich der Typ jetzt schon wieder verballert oder was? Ah, das, ich glaube, ich hätte Fußrudar nicht einsetzen dürfen. Ich glaube, das kann ich direkt nochmal laden und das nochmal machen. Aber nur, wenn ich mich hier vielleicht einfach nur durchschiebe, geht das vielleicht auch. Ach, das funktioniert ja hier nicht. Ach. Sonst soll irgendwelche Skripte nicht klappen. Na! Ja gut, dann laden wir das halt nochmal und versuchen es nochmal.